So, wollen wir dann langsam mal die Aufnahme beginnen? Also ich bin in Layton drin. Du bist in Layton drin? Du bist... Die Tonausgabe dieses Spiels erblüht, Mann. Erfolgt in Stereo. Na dann, bist du soweit? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, wieder ins Bett zu gehen. Nein, so, dann können wir ja langsam mal anfangen mit der Aufnahme und unserem Intro-Gag und sowas. Natürlich. Hallo und herzlich willkommen, Leute, der Intro-Gag war gerade. So, Wort bin Fortsitz. Gag genug, oder was? Was? Ich bin Gag genug, oder was? Ja, du bist zum Totlachen. Hey, wenn ich dich nur sehe. Na, immerhin. Besser, als wenn hier alles vergeht. So wie es mir bei dir geht. Okay, machen wir mal weiter. Das Bild. Welches Bild? Von Layton. Ah, das Bild, ja. Mit Hilfe der drei Beamten gelingt es dem Professor, die Wahrheit hinter den Wundern aufzudecken. Nachdem bewiesen ist, dass die Wunder perfekt organisierte und klug durchdachte Ereignisse waren, wird weiter ermittelt. Jo. Ey, ich sag dir was. 25. Jahrestag von Mega Man. Ja. Ist heute. Ja, ich also weiß, ist beziehungsweise mich. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, welcher wahrscheinlich vor der Veröffentlichung der Aufnahme liegt. Verdammt, daran kann man sich jetzt mal errechnen, wie lange ich Aufnahmen bei mir behalte. Oh Gott. Ja, denn oh wenn Gott. Man das hier das erste Mal hört, ist es wahrscheinlich August oder so. Genau, in Wirklichkeit haben wir ja alles schon... aufgenommen, bevor das Spiel überhaupt released wurde. Wir haben nämlich so einen geleakten Hack genommen. Genau. Ja, klar. Schön wär's, ja. Aber wie will ich denn das dann mit meinem 3DS? Ach so, ja, das mit der Capture Card habe ich nur erfunden, ne? Na klar. Nein, Quatsch. Wollen wir jetzt rausgehen? Wir haben hier, glaube ich, alles. Können wir machen. Ich habe gerade nochmal den Bürgermeister, aber das haben wir, glaube ich, gestern auch schon mal. Ja. Dann gehen wir einfach nach draußen. Okay, wollen wir mal... Oh, guck dir mal an, wer da wieder ist. Oh nein, wenn Groski da ist, ist die auch nicht weit, wa? Ja, eben. Wollen wir erstmal den Bobby da... Also den Polizisten eigentlich. Der heißt ja nicht gerne, Bobby hier. Gerne. Oh, und der hat ein Rätsel. Ha. Hey da, Momentchen. Darf man fragen, wo Sie hinwollen? Hm? Herr Wachtmeister, wir gehen der Polizei bei Ihren Nachforschungen bezüglich des Versteinerungsfalls zur Hand. So. Na, Sie sehen mir ja nicht aus, als hätten Sie mit diesem maskierten Desperado zu tun. Trotzdem, sicher ist sicher, lösen Sie mir dieses Rätsel im Namen des Gesetzes. Oh. Also manchmal... Ja, stell dir mal vor, wir können es nicht lösen. 43, Schachbrettschnitt. Dies ist ein ungewöhnlich gestaltetes Schachbrett mit nur 6x6 Feldern. Ich habe da gerade gelesen, gefaltetes. Du sollst es in vier... Oh nein, nicht sowas wieder. Oh ja. Du sollst es in vier Teile gleicher Form und gleicher Größe aufteilen und auf jedem muss ein weißer und ein schwarzer Bauer stehen. Wie kann das funktionieren? Zeichne die Schnittlinien auf dem Schachbrett ein. Na, gleiche Größe und, ach, gleiche Form auch noch. Ja, pass auf. Beachte, dass eine Form gedreht, aber nicht gespiegelt werden darf. Achso, ja gut. Mhm. Erklärung, blablub, ist klar. Mhm. Okay, ach, das ist ja wieder so eins dieser Rätsel. Naja, das kann ja nicht so schwer werden. Warte mal, verdammt, es wäre so toll, 3x3 solche, also so eine 3x3 Felder, das aber nur, dann sind da zwei davon falsch. Warte mal, wir haben 6x6 in 36 Felder. Na, also muss jedes... Geteilt durch 4 muss jedes aus 9 bestehen. Das hätte ich dir auch so sagen können, weil 3x3 und das Ganze mal 4, das wäre ein ganzes Feld, ja. Na, ist ja auch egal. Also, ja, dass das soweit ist, das ist richtig. Das ist sowieso schon mal Quatsch.
Ach du schöne Neune. Fragt man sich natürlich, wo gehört der eine Schwarze dazu und wo der andere? Ich habe hier so eine schöne Form, die eigentlich gar nicht so verkehrt aussieht, aber es geht sich nicht ganz auf. Ah. 5, 6, 7, 8. Oh. Hm. Oh. Fuck. Na, 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 sowas sagt man nicht. Sowas macht man nur. Ah, warte. So. Ah, das könnte so funktionieren. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt muss ich das nur. 1, 2. 2. 1, 2, Freibier. Ich glaube, ich hab's. Ach so. Ich muss nur, Da haut's wieder nicht hin. Mist. Falsch. So meine ich das. Das müsste stimmen. Ja, dann ist ja gut, dass das bei dir stimmen müsste. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab's. Dann hab ich's auch gleich, bestimmt. War nicht so schwer, zum Glück. Ups, das ist falsch. Upsa. Eigentlich müsste es ja so sein, aber das ist falsch. Dann. Das ist ja. Also, sag mir mal, das Feld, das wo A1 drin ist, da ist doch auch C3 drin, oder? Ja. Und in dem gleichen Dingens ist auch B5. Genau. Ja. Na, dann ist das schon mal so richtig. Ach so. Ah. Wenn ich jetzt was wollte ich gestern machen, als du irgendwie mal wieder irgendwas länger brauchst? Was war denn das? Ich weiß es nicht. Was willst du machen, wenn ich... Na, da wollte ich doch irgendwas machen, hast du gesagt. Mach das, wenn ich mal wieder irgendwie bei einem Rätsel länger brauche oder so. Aber was war denn das? Das weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Dann ist es nicht so richtig gewesen. Na toll. Na toll. Na super. Wer sagt, dass das nicht trotzdem wichtig gewesen wäre? Na warte mal, so. Es ist zumindest jetzt nicht so unmittelbar wichtig, dass ich jetzt sagen würde, ich muss das jetzt sofort gleich machen. Ach so, natürlich. Oh Gott, ich verstehe es nicht. Ich wette, der erste Tipp wäre gewesen, die vier in der Mitte kannst du schon mal mit einem Kreuz teilen oder so. Ja, okay, das ist mir auch klar. Generell die einfach zusammen sind. Ja. Warte ja, ganz klar. Kurz. Die zusammen sind, klar kann man die auch, außer natürlich, wenn es schwarze und weiße sind. So, dann gehen wir mal weiter im Text oder so. Weiei. Wenn ich hier, dann hätte ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups. Das kann doch gar nicht hinhauen. Ach Quatsch, ich muss ja 9 in einem Dings haben. Ups. Bin ich doof. Und wenn ich das so hab, dann komme ich hier hinten nicht weiter. Das heißt, ich muss. So, hast du fertig? Hoch. Was? Ich und fertig? Ach klar, natürlich. Sehr gut. Nein. Nein, nein! Quatsch. Natürlich wirst du auf Antwort geklickt. Nein, ich hab nicht auf Antwort. Nein, ich bin da nicht. Wahrscheinlich warte ich jetzt hier ewig lange und in dem Moment, wo du es hast und auf Antwort klickst, fällt mir auf, scheiße, ich habe einen Fehler drin. Ja, klar. Das wär's ja noch. So. Jetzt bin ich gerade hier noch am Überlegen und das ist falsch. Und das. Und wenn ich das dann so mache, dann ist das auch falsch. Ich frage mich gerade, ob ich mal die Zuschauer auffordern soll, ihre Meinung kundzutun bezüglich eines bestimmten Themas. Was hältst du davon? Ich finde das vollkommen in Unordnung. Dann mache ich's. Ja. Besteht denn Interesse, dass mein werter Freund hier ein LP von Superman 64 macht? Mit mir als Gastkommentator?
Antworten bitte in die Kommentare. Darf ich auch kommentieren? Natürlich. Gut. Aber nein! Nein! Ich hab's gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 müssen in einem so ein Ding sein, ne? Genau. Na dann, ist das doch schon mal schön. Siehst du, hättest du das Rätsel schneller gelöst, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Dankeschön. Gut, dass das jetzt raus ist. Jetzt weiß ich, ich bin zu doof, um mir Ärger vom Hals zu halten. Danke, dass du Ärger? Das Spiel macht unglaublich. Ich habe das neulich mit einem Kumpel mal zusammen angespielt, ein Stück weit. Ich habe mir extra, ich habe das Originalmodul auf N64. Das ist Hammer. Das ist so Hammer, ja. Mit Verpackung sogar noch. Ich war so stolz. Ich dachte, dass so ein Drecksding unglaublich teuer ist bei eBay, weil ja irgendwie alles teuer ist, was selten ist oder was alt ist. Ja. Aber das habe ich mit Verpackung für nicht mal 5 Euro gekriegt. Irgendwie komme ich nicht klar. Also. Und ja, es ist so scheiße wie sein Ruf, aber das nur so nebenbei. Danke, dass du das... Ich hätte es ja gespielt, wenn ich zu dir gekommen wäre, zu Weihnachten rum. Das können wir ja noch nachholen irgendwann. Ja, aber dann kommst du hierher. Dann bringe ich das Modul mit, wird nicht auch nicht viel bringen. Das ist echt schwer. Also, warte mal. Ah, genau. Ich kann das ja... Also, wenn das da so ist, dann müssen die ja zumindest auf jeden Fall schon mal so zusammengehören. Beziehungsweise... Ja. Also, das da muss dann auch... Moment, nee. Hä? Jetzt habe ich es nicht... Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Man müsste sich nur mal überlegen, welche Regelmäßigkeiten da drin denn sind. Ja, es gab ja schon so viele... Von diesen blöden Aufteilungsrätseln? Ja. Ich tue mir immer schwer mit diesen Holzdingern sägen, die dann zu irgendwas zusammengelegt werden müssen oder was, wo die Fläche, die du zerschneiden musst, ungleichmäßig ist. Aber hier ist es ja einfach nur 6x6 Felder mit den Bauern drauf. Das ja. Ging eigentlich. Och, bin ich doof. Ich hast hab's. Du? Na also. Na warte mal, hab ich's wirklich? Weil so ist das jetzt doch eigentlich falsch. Beziehungsweise ich komme hier mit den anderen zwei Weißen da nicht klar. Also mit den unteren zwei Weißen Dings. Da habe ich ein Problem nämlich gerade. Das ist nicht gut. Aber ich gucke mal weiter. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg. Also ich kann so. Dir übrigens auch gerne Tipps geben und ich koste nicht mal Hinweismünzen. Oh, du bist ja nett. Nee, wenn ich das jetzt so machen würde, dann wäre das ja falsch, weil dann hätte ein Weißer zwei Schwarze. Und außerdem, oh mein Gott, da ist ein Glückszeichen drin. Ein umgedrehtes. Oh, man kann auch sehen, was man möchte. Ich sehe es jetzt erst. Für mich sieht, als Minitipp, das untere Feld zum Beispiel, dieses untere Viertel quasi, sieht für mich aus wie ein Segelboot. Wie ein Segelboot, das untere Viertel. Ein Segelboot. Das untere Viertel, vor allem welches untere Viertel? Es gibt ein rechtes Viertel, es gibt ein... Achso, nein, es ist... Ah, du hast es so aufgeteilt, dass es unten... Also meins sieht gerade aus wie ein Truck. Das würde ja. Ich jetzt gerne sehen. Okay, nee, dann ist mein unteres Viertel ja schon mal sowieso falsch. Und ich mache dieses... Vielleicht ist meine Fantasie auch einfach nur total verquer und es sieht außer mir hier niemand ein Segelboot. Und ich mache dieses umgedrehte Glückszeichen... Nee, dieses richtige, also dieses buddhistische Glückszeichen, das habe ich jetzt mal weggemacht. Nachher denkt noch jemand, das wäre was anderes. Wenn du weißt, was ich meine. Also ein Segelboot, das klingt ja so... Tipp, nein, das ist eine Treppe. Vielleicht hängst du dich auch nicht an meinem Segelboot auf und machst es einfach. Ich nehme bald Tipps, außerdem kannst du mir nicht einfach sagen, wir sind hier schon ja, wieder. Ja, kann ich, klar, du. Dann mach es! Also, ich sag dir mal das unterste Feld einfach, und zwar besteht es aus A6, B6 und B4. Ja. Dann habe ich C4, 5, 6. Was? Warte mal. Wie sieht das aus? A6, B6, C und B4 auch noch, Entschuldigung. B4? Hä?
Dann C456. Was? D6. Warte, wie kommst du auf B4? Ach so. Ah, ja. Jetzt. Und dann noch E5 und 6. E5 und 6. Moment. Achso, D4, E5, 6. Nee, was? Warte. D6 und E5 und 6. Nee, ich glaube, ich weiß, wie du es meinst dann. Also, ich hab's jetzt, glaube ich. Hast du mein Segelboot? Ich hab dein Segelboot, was auch ein bisschen wie eine ganz komische 1 aussehen könnte. Eine sehr komische 1. Jo. So, und den Rest, den müsste ich ja jetzt eigentlich auch hinbekommen. Ja, jetzt müsste es nur noch dreimal nachformen. Naja, einmal davon habe ich schon. So, ich bin raus. Ach nee, doch nicht. So, und, Moment, das ist falsch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich klicke jetzt einfach mal auf Antwort. Ich noch nicht. Und hoffe, dass es auch stimmt. Warte mal, bei mir stimmt was nicht. Ach so, deswegen. Also meinst du es richtig? So. Das ist richtig. So, jetzt machen wir das dann noch. Richtig, fantastisch aufgeteilt. Meinst du es jetzt? Meinst du es jetzt auch richtig? Gut. Mensch, hätten wir das mal schneller so gemacht. Es klappen. Das war jetzt haben wir wieder einen überlangen Partner, toll. Fantastisch aufgeteilt, hast du ja gesagt.